In diesem Kapitel erläutern wir, wie Sie einen einzelnen Job einen anderen Debitor verrechnen können. Wir sind nun wieder in unserem Beispielauftrag drinnen. Anhand der Spalte Rechnung an Debitornummer in dem Register Werkstatt Job wird gesteuert, an welchen Debitor der jeweilige Job verrechnet wird. Wir wollen nun die Bremsen vorne erneuern und einen anderen Debitor verrechnen. Dazu klicken wir rein und geben den neuen Debitor ein und drücken Enter. Wir bestätigen wieder mit Ja. Und nun wird der Job Bremsen vorne erneuern an einen anderen Debitor verrechnet. Öffnen wir nun die Rechnungsvorschau und klicken auf Seitenansicht. Sehen wir einmal den Michael Muster für den Job Bremsen vorne erneuern und einmal die Firma S4 Computer für den Job Service.